So, es gibt endlich wieder was zu tun. Lange habe ich nichts mehr gemacht, jetzt wird es langsam Zeit. Und zwar geht es in dem Fall um meinen Camper. Ich habe mir einen T5 gekauft und habe den Anfang des Jahres, nee gar nicht wahr, Ende letzten Jahres umgebaut zu einem Sommercamper. Und jetzt möchte ich hier in die Heckklappe noch eine Beleuchtung einbauen. Ich habe schon die Heckklappenverkleidung ausgebaut und habe hier die Verkleidung abgemacht und hier. Der Grund, warum ich hier oben eine Beleuchtung reinmachen möchte, ist eigentlich der, dass ich hier meine Heckküche habe. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Und wenn ich hier abends koche, ist das hier mal relativ dunkel. Hier hinter habe ich eine Beleuchtung und dahinter habe ich eine Beleuchtung. Das reicht allerdings nicht, um die Arbeitsplatte hier zu beleuchten. Deswegen möchte ich hier zwei LED-Streifen reinmachen, die auch dann irgendwo von hier geschaltet werden. Hier unten habe ich meinen Sicherungskasten. Und von da aus muss jetzt noch eine Leitung von da unten hier hoch durch diesen Gummischlauch bis dahin. Das machen wir jetzt als allererstes. Ich brauche nur eine Leitung, also ein Plus von der Bordbatterie. Minus kann ich mir dann vom Gehäuse, also von der Karosserie holen. Habe ich schon gesehen, da habe ich auch ein paar Massepunkte. Da gehe ich dann einfach mit ran. So, ist das jetzt lang genug? Jetzt haben wir die Leitung schon mal hier. Bin jetzt hier oben reingegangen und die kommt dann hier raus. Dann habe ich jetzt hier die Leitung, die zu meinem Sicherungskasten geht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die hier oben mit lang lege oder ob ich nach unten gehe. Hier ist nämlich die Zuleitung von meinem Kühlschrank, der hier in der Schublade ist. Da könnte ich dann quasi mit in den Gewebeschlauch reingehen. Aber ich weiß das noch nicht. Schauen wir mal, ne? Wichtig ist, dass man das irgendwie hinkriegt, ohne dass die Karre anfängt zu brennen. So, das hat mich jetzt eine gute Stunde gekostet, um diese Leitung durch diesen Schlauch bis hierhin zu kriegen. Dann habe ich hier die schwarze Leitung. Die geht bis hierhin. Dafür habe ich hier diesen Stecker für die Heckklappenheizung ausgemacht. Und dann habe ich hier noch einen Zuchtdraht bis dahin. Jetzt muss ich das Ganze nur noch zusammen. Jetzt muss ich das Ganze nur noch einmal zusammenknoten irgendwie. Ich habe leider keinen Isolierband. Und dann ziehe ich das da alles in einen durch und dann haben wir die Zuleitung schon mal gezogen. Das wäre ja mega geil, wenn das passieren würde, ohne dass die Scheiße abreißt. Und irgendwie ich den hier neu machen muss, der war nämlich der Allerschlimmste. Dann kriege ich einen absoluten Anfall. Ich habe übrigens doch noch Isolierband gefunden. Lag in der Gartenlaube, wo auch sonst. Nicht in der Werkstatt, wo man es sonst hin tun würde. Ich eine halbe Stunde für suchen müssen, weil ich wusste, ich habe noch irgendwie was. Wieder eine halbe Stunde verschenkt, sag ich moin, ne? Jetzt tüdel ich hier an meinen Zuchträten meine Ader ran und werde das jetzt etappenweise bis an den Zielpunkt bringen. In der Hoffnung, dass der Zuchtdraht sich nicht löst von meiner Ader. Jetzt liegt das Kabel von da bis hier hin. Das kann ich jetzt hier irgendwo hinlegen, bis hierhin ungefähr. Und von hier aus gibt es dann einmal einen Streifen so und einmal einen Streifen hier, der dann hier unten, wie gesagt, meine Küchenarbeitszeile beleuchten soll. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, wie wir das Ende hier bis zu unserem Sicherungskasten kriegen. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. Die Leitung haben wir jetzt verlegt. Das eine Ende haben wir hier. Das kommt dann hier irgendwann an den Schalter ran. Geht hier rein, darüber. Hier unten lang, da hinten in der Ecke sieht man es so ein bisschen, geht dann hier lang. Erstmal provisorisch hier an der Kante runter. Das läuft jetzt erstmal hier runter. Hier drin, das ist quasi ein Kabelkanal. Und dann lege ich das dann einfach hier mit aufs Licht. Und schon haben wir da 12 Volt. Massepunkte habe ich hier, glaube ich, schon gesehen. Hier ist einer. Da kann ich mir die Masse wegholen. Dann kümmern wir uns mal um die eigentlichen LED-Streifen, die da an die Verkleidung ran sollen. Und dann kümmern wir uns auch noch mal um die Verkleidung, weil wir natürlich auch noch genau die Position rausfinden müssen, wo denn wo die LED-Streifen genau hin sollen. Also sie kommen quer hin, das weiß ich schon. Und irgendwo knapp unter dem Griff ist der erste und hier hinten der zweite. Hier oben geht leider nicht, weil wir dann in diesem Bereich hier sind. Und da ist mir zu viel Bewegung drin, da möchte ich die eigentlich nicht haben. Und das Wichtigste haben wir geschafft, diese blöde Leitung dahin zu kriegen. Das heißt, wahrscheinlich vorm Fernseher fange ich dann mal an, diese LED-Streifen zu löten. Und die kommen dann in so ein Aluprofil mit transparentem Deckel.
damit das schön diffuses Licht gibt, aber das erkläre ich euch dann, wenn ich das zusammenlöte. Und dann können wir auch schon alles zusammenbauen. Und dann gibt es die erste Funktionsprobe. Mitten in der Nacht, das ist der Chlor, ne? So, tschüss erstmal. Für euch gleich geht's weiter, ne? Ich räume jetzt auf. So, dann legen wir jetzt mal los mit der eigentlichen LED-Beleuchtung für die Heckklappe. Und zwar ist das dieses gute Stück hier. Das sind quasi die Reste aus meiner jetzt schon bestehenden Innenraumbeleuchtung. Und die soll an die Heckklappe, und zwar mit Hilfe von diesem Profil hier. Das ist ein Autoprofil mit so einer transparenten, mit so einem transparenten Deckel, was eigentlich dafür sorgen soll, dass das LED-Licht ein bisschen diffuser wird und nicht so blendet im Gesicht. So die Hoffnung. Jetzt ist es so, dass ich ja Leitung in die Heckklappe gelegt habe, wie ihr gesehen habt. Und jetzt muss ich die Leitung ja noch mit diesen LED-Streifen verbinden. Es gibt dafür solche Klammern, die man hier rauf macht, wo dann Leitung dran ist, die ich dann theoretisch dann mit meiner jetzt schon gezogenen Leitung verbinden kann. Die habe ich aber nicht, deswegen ja, löte ich das ran. Und zwar werde ich das hier nicht am Ende machen. Also ich werde das jetzt hier abschneiden. Da ist diese Linie, da sollen wir das normalerweise auftrennen. Ich werde das allerdings dahinter auftrennen, um eine möglichst große Fläche zu haben für meine Lötstellen. So, jetzt lege ich die einfach übereinander, bis das Lötzinn auf dem LED-Streifen und das Lötzinn von der Leitung flüssig werden, sich quasi miteinander verbinden. Im besten Fall haben wir eine richtig geile Lötverbindung geschaffen. Das sieht nach einer nicht so geilen Lötverbindung aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, scheint zu halten. Die Frage ist, wie lange, ne? Jetzt überprüfe ich nochmal, ob wir jetzt irgendwas gebrückt haben. Haben wir nicht. Okay. Hat funktioniert. Ob das eine gute Verbindung ist, weiß ich nicht, aber das wird der Langzeittest irgendwann ergeben. So, jetzt habe ich die Plusleitung auch angelötet. Die ist mir jetzt natürlich leider nicht so gut gelungen, aber scheißegal. Jetzt kommt hier rüber ein Stromschlauch, und zwar der hier. Den werde ich da einmal rüber machen, damit die Kontakte ein bisschen geschützt sind. Und meine kleine Hoffnung ist, dass ich auch so ein bisschen die Bewegung aus diesen Lötstellen rausnehme. Auf jeden Fall in der Zeit, wo das Ganze noch montiert wird. Was wir vielleicht als erstes machen sollten, ist gucken, ob unsere Lötung da auch überhaupt funktioniert. Ne? Dafür gibt es hier meine Batterie. Einmal Minus an Minus, Plus an Plus. Wunderbar, leuchtet. Test bestanden. Jetzt Stromschlauch. Und dann sieht das so aus. Jetzt habe ich das hier verlötet, habe das jetzt quasi zweimal mit Stromschlauch überzogen, damit eben genau hier an der Lötstelle nicht mehr so viel Bewegung drin ist. Was sich jetzt bewegt, ist quasi der LED-Streifen dahinter. Das ist aber auch in Ordnung so. Jetzt, wo wir das alles zusammen haben, testen wir nochmal schnell, ob sich da auch keine Lötstelle jetzt gelöst hat, während wir das gemacht haben. Sieht soweit ganz gut aus. Leuchtet. Jetzt nochmal der Test mit diffusem Licht hoffentlich. Also hell ist er, ne? Ja, man sieht kaum einzelne Lichtquellen. Das gefällt mir. Schön diffus, so wollte ich das haben. Dann haben wir das auf. Dann wollen wir den ganzen Scheiß mal einbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder an der Heckklappe, würde ich sagen, beziehungsweise an der Heckklappenverkleidung. So, jetzt machen wir weiter mit der Türverkleidung. Da möchte ich jetzt den Schalter reinhaben. Gerne ein bisschen mittig. Da dachte ich an diese Stelle. Die habe ich auch schon an der Heckklappe ausgemessen. Ungefähr 4,5 cm müssen wir von diesem Loch hier weg, nach unten. Da bohren wir dann einfach mal ein 20er Loch durch und dann kommt da der billigste Schalter rein, den ich da im Internet gefunden habe. Ja, wir machen das jetzt hier drinnen in der Diele, weil in der Werkstatt sind minus 10 Grad. Das ist mir zu kalt, da habe ich keinen Bock drauf. Also fangen wir mal an zu messen. Wie gesagt, von diesem Loch 4,5 cm runter, pipapo. Und da machen wir jetzt mal ein Loch und hoffen, dass es passt, ey. Und wenn nicht, oh, habe ich ein Loch in der Heckklappenverkleidung, ne? So, dann zeichnen wir den Scheiß mal an. Können wir alles sehen oder was? Wie gesagt, 4,5 cm runter. Und irgendwie mittig, ne? Das wäre geil. Oh, dann machen wir mal einfach mal erstmal 4,5 cm. Oh, hier so. Geil, schwarz auf schwarz. Beste Idee. Wie messe ich jetzt, ob das jetzt die Mitte ist? Nur da ist so eine Kante und da ist so eine Kante, ne?
Wenn das so pipapo hinkommt, ist es so in Ordnung. Wir sehen, ich kann kaum was erkennen. 36, 63,1. 62, irgendwo anders. 62,9, das passt. Da bohren wir jetzt mal rein. Ich mache da jetzt ein Loch rein und gucke, ob der Schalter passt. Und dann ist gut. Gucken wir mal, ob die Arsche reinpasst. Wie will ich den denn da drin haben? Ja, genau so. Ah, das ist aber gelogen mit 20 mm. Oh, nee, doch nicht. Er ist drinne. So, LED. Zweiter Plan. Einer da. Und der andere ungefähr hier. Das könnte auch klappen, oder wie? Ungefähr so. So, ich habe jetzt hier alles vorbereitet. Ich habe jetzt hier mal ein paar Löcher reingemacht und ein großes, wo der LED-Streifen durchkommt. Boah, leck mich am Arsch. So, jetzt nehmen wir hier diesen Stufenbohrer, wie auch immer die Scheiße heißt. Wir versuchen mal jetzt genau durch die Mitte zu bohren. Das ist nicht die Mitte. Oh, das könnte sein. Das ist so kacke steif, ey. Hier Messer, Messer plus und Rot. So. So, das wäre jetzt alles verdrahtet und eingebaut. Und dann sind wir fertig. Geil, wir sehen uns an der Heckklappe. Hier haben wir jetzt die Leitung an der Heckklappe. Da habe ich jetzt einmal so einen Kabelstecker-Dingsbums dran gemacht. Und jetzt haben wir hier so ein Gewinde, den möchte ich gerne als Massepunkt nehmen. Und dann müssen wir die andere Seite der Leitung, die liegt hier, am Verteilerkasten festgemacht werden. Und da gehen wir einfach damit rauf. Das ist nämlich meine Lichtsicherung. Und die nehmen wir einfach noch. Ich habe hier noch eine frei, aber da kommt die Standheizung in die zweite. Das soll eigentlich auch in den nächsten ein, zwei Monaten passieren. Kommt also noch ein bisschen was auf euch zu. Müsst ihr euch denn das leider auch noch mal angucken. So, ich habe jetzt leider in eine Kamera gesprochen, die aus war. Also Kameramann bin ich nicht. Aber ich bin fertig. Wie ihr hier sehen könnt, Lampen hängen und es leuchtet. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Angeschlossen habe ich auch alles, wie gesagt. Ich habe total vergessen, auf Play zu drücken. Ich habe das da auf die Lampensicherung gemacht. Das ist auf der linken Seite, in der Mitte. Ja, wie gesagt, hier kommt noch die Heizung dran. Es kommt noch eine zusätzliche Heizung in das Auto. Eine habe ich schon. Es kommt noch eine Luft-Luft-Standheizung dazu, die in den nächsten ein bis zwei Monaten sollte die dann auch bestellt sein. Also es geht noch weiter mit den Umbauarbeiten. Wenn ihr Bock habt, bleibt gerne dran. Dann wird das ganze Auto für den Winter vorbereitet, weil ich im Winter 23 damit gerne zum Nordkap fahren möchte. Und dafür muss noch einiges passieren. Unter anderem muss die Heckküche, die ich ja jetzt habe, die muss noch quasi umgebaut werden. Beziehungsweise das bleibt alles so, aber der Kühlschrank, ein Tisch, Wasser und so weiter muss alles in den Innenraum, weil ich damit, wie gesagt, im Winter losfahren möchte. Und dafür möchte ich nicht das Auto verlassen. Ja, es ist ein Sommerauto gewesen. Ich habe es für den Sommer gebaut. Deswegen auch die Heckklappenbeleuchtung und die Heckküche. Das kommt dann alles noch in den Innenraum. Und zwar alles hier hin. Sieht noch ein bisschen unaufgeräumt aus. Den können wir drehen. Hier unten kommt der Kühlschrank rein. Da möchte ich noch was ausziehen. Hier kommt auch noch ein Tisch rein. Wie gesagt, das sind alles noch Umbaumaßnahmen, die ich gerne noch durchführen möchte. Ich versuche das mal alles aufzunehmen, um da mal ein, zwei Videos von zu machen. Genau. Ja, ich kriege jetzt noch mal ein paar Bilder von der Beleuchtung. Und heute Abend mache ich dann noch mal ein paar Bilder, wie das dann aussieht, wenn es dunkel ist. Und ob das überhaupt was bringt. Ob das hell genug ist. Das müssen wir ja natürlich auch noch mal testen. Ne? Achso, und wen es interessiert,
Die Heckklappenbeleuchtung verbraucht 1,4 Ampere. Ist nicht wenig, aber mein Gott, so lange koche ich nur auch nicht, ne?